Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Köln. Ja, hallo Leute, und das am 11. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe aus Hoppenheim. 18,99 Euro oder auch die Mannschaft, die ganz offensichtlich die 50-plus-1-Regel missachtet und aushebelt. Und die Tatsache alleine tut ja schon weh, dass dieser Horrorverein jetzt nach Köln kommt. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, unser FC hat uns auch ganz schön Schmerzen bereitet. In Mainz, in Saarbrücken, in Düsseldorf, 3 Auswärtsniederlagen am Stück. Also mehr Schmerz in einer Woche ist eigentlich nicht mehr möglich. Ja, ja, aber seien wir doch mal ehrlich, ne? Ihr wollt es doch auch. Herzlich willkommen im größten Sadomaso-Studio Deutschlands, ja? Hier, wo sich alle 2 Wochen 50.000 Leute treffen, um sich gepflegt quälen zu lassen, ja? Haare raufen, Tourette-Attacken, ja, Bierdusche, alles im Preis inbegriffen. Ist doch sensationell, ne? Herzlich willkommen am nie versiegenden Quell der schlechten Laune. Ja, wir Kölner, wir lieben den Schmerz. Ja. Und das ist nachweisbar und nachvollziehbar. Schauen wir doch mal zurück in die 80er Jahre. Wir sind 2-mal Vizemeister geworden unter Christoph Daum. Es gab keine Schmerzen, aber es gab auch keine Zuschauer. Im Stadion waren 20.000 im Schnitt. Im Laufe der Zeit ist der Schmerz dann immer größer geworden. Hier sieht man es auch nochmal, genau. Und trotzdem sind immer mehr Leute ins Stadion gekommen. Und letztes Jahr in der 2. Liga hatten wir tatsächlich einen unfassbaren Schnitt von 50.000 pro Spiel. Das ist absolut unfassbar. Ne? Das ist ein neues Geschäftsmodell, das muss man sagen. Und deswegen gibt es das jetzt auch als Soap. Habt ihr das mitbekommen? Ja? Ja, ne? Also, es reicht uns nicht mehr, dass es wehtut. Wir wollen auch einen Film davon haben, ne? Damit wir uns das überall angucken können. Ne? Ja. Der FC filmt jetzt seinen eigenen Niedergang. Und das Selfie, ja, das Selfie des Scheiterns, das können wir uns dann für 13,99 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe, können wir das dann als Schmerzultras, können wir das erwerben. Ganz tolle Sache. Ne? Das Ding heißt übrigens 24-7. Vielleicht nennen sie es noch um in 34-7, 34 Spieltage. 7 Punkte. Oh mein Gott, das verfilmte Versagen. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Mit ganz normalem Versagen kriegst du uns Kölsche natürlich nicht mehr hinter dem Ofen hervorgeholt. Wir sind zwar Kummer gewohnt, aber du musst dir schon ein bisschen was einfallen lassen. Und richtig genial ist ja auch die Sache mit Armin Fee. Die einen, die haben mega Schmerzen, wenn er geht. Die anderen fühlen sich ganz, ganz traurig, wenn er bleibt. Und was macht der? Er macht einfach beides und fügt uns allen damit den maximalen Schmerz zu. Ja, also absolut genial, würde ich sagen. Ne? Der bleibt natürlich auch, das haben wir erfahren, um seinen eigenen Nachfolger zu suchen. Ne? Alexander Werle hat das gesagt, man möge den also einbinden in die Suche nach seinem eigenen Nachfolger. Das ist auch ein geiler Scherz. Also sowas in der Art jedenfalls. Ungefähr so, als würden die Bayern sagen, lieber Herr Kovac, ne, such mal einen neuen Trainer für uns. Ne? Ich sag mal, da musst du mal drauf kommen. Ne? Ja, Moment, aber noch genialer ist natürlich das Gerücht mit Roger Schmidt. Roger mit mindestens 3 O. Und das würde den Schmerz in unerreichte Höhen katapultieren. Das wäre wie eine Blinddarmentzündung, Arzinger Bolten und alle Interviews von Hasan Salihamidžić zusammen. Oh, das täte ich, ne? Aber also dafür müsste jetzt der alte Trainer erstmal weg. Und auch das ist sehr, sehr clever gemacht, ne? Denn wenn das eine fiese Möb wäre, ja, dann würde es gar nicht wehtun, ihn zu feuern, ne? Ja, ja, und deswegen ist es ja mit Achim Beierlorzer tatsächlich so, dass es wehtut, weil das ist eine lewe Jungen und es schmerzt schon wieder. Ja, das geht schon wieder weh, ne? Ja. Auf alle Fälle ist es aber so, dass nichts so sehr wehtut, wie den FC scheitern zu sehen, mhm, ne? Und weil wir das schon so lange Zeit machen und weil wir alles schon mal gesehen haben, haben wir uns genau das auch auf die Shirts geschrieben. Stopp, ne? Moment. Also bevor wir dazu kommen, möchten wir ganz herzlich die Zuschauer auf köln.de begrüßen. Ja, herzlich willkommen. Das ist nämlich eine Plattform, die ab sofort, ab Hoppenheim
unsere Pressekonferenz jedes Mal auch publiziert. Also ihr könnt auch auf köln.de gehen und könnt euch den Spökes da angucken. Und liebe köln.de-Besucher und Stammzuschauer, damit ihr auch ein bisschen Bescheid wisst, wir erzählen also nicht immer so einen Quatsch nur, sondern wir schreiben ihn auch auf unsere T-Shirts bei jedem Heimspiel. Und deswegen kannst du jetzt weitermachen, Thomas. Also nochmal, also was war, der FC tut weh, ne, tut uns allen weh und das schon sehr lange und wir haben jede Art von Schmerz schon gesehen. So. Ja. Und wenn man das aufs Shirt schreibt, ist das Shirt voll, das ist viel zu viel, also machen wir es kurz. Ne? Und in unserer Kurzvariante, wie könnte das heißen, habt ihr eine Ahnung? Ganz einfach, Sado, Maso, Déjà-vu. Nee. Alles kommt wieder. Was für Lateiner, ne? Ja. So, das ist übrigens auch eine Tradition bei uns. Wir trinken immer zwei ganz schmerzfreie Kölsch. Auf drei Punkte! Grüßerchen, Leute, und herzlich willkommen, wohl, liebe Köln.de-Besucher, in unserer schmerzfreien PK. Ja, absolut. Weißt du, das ganz Bekloppte ist ja, es gibt Leute, die haben Schmerz, wenn wir jetzt drei Punkte kriegen. Ja, das ist ja völlig bescheuert. Ja? Also ganz ehrlich, das ist bei uns natürlich anders. Wir wollen gewinnen gegen Hoffenheim. Absolut. Nach den drei Niederlagen wird das doch wirklich mal wieder gut tun. Und wäre echt schön, wenn der Schmerz mal wieder nachließe. Ne? Ja, ja. Ich kann auf den Schmerz so langsam wirklich verzichten. Ganz, ganz ehrlich. Ne? Ja, und wenn ihr uns vielleicht dabei noch ein bisschen helfen wollt, dass der Schmerz ein bisschen nachlässt, dann lasst uns ein Like da und wir sehen uns am Freitag im Stadion. Tschüss.